und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Selina und auf diesem Kanal kommt eigentlich hauptsächlich was zur Schule, Study-Tipps und so weiter. Aber aktuell ist meine Christmas-Reihe dabei und heute ist das zweitletzte Video schon. Und zwar werde ich heute die Geschenke einpacken. An diesem Punkt bitte ich meine Eltern, meine Geschwister, meinen Freund, bitte einmal hier abzuschalten und bevor sie meine Geschenke nicht bekommen haben, nicht hier wieder reinzugucken. Danke sehr. Ich sehe ein bisschen krank aus, ich höre mich auch ein bisschen krank an und ich habe mich auch im letzten Video ein bisschen krank angehört. Denn mich hat es komplett erwischt. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich war nur ein bisschen erkältet. Hat sich ein bisschen entwickelt. Ich habe kein Corona, das habe ich inzwischen rausgefunden. Das machen wir heute. Im Hintergrund sind ist die Lichterkette. Sie sieht total aus und ja, wenn ihr im Hintergrund die Vögel hört oder Kindergelach oder irgendwas, ich kann es nicht ändern. Ja, ich kann dieses Haus nicht ändern. Ich weiß noch nicht wirklich, wie ich das machen soll. Hallo. Also ich habe mich schon in meine gemütlichen Sachen geschmissen. Das ist immer so der Lieblingspart an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch Geschenkpapier geholt, neues. Ich werde aber für diesen Part jetzt meine Brille anziehen, weil sonst sehe ich nicht viel. Und zwar habe ich einmal das hier geholt. Das ist so ein, das sieht jetzt in der Kamera sehr golden aus. Das ist so sehr rosa. Eigentlich im realen Leben. Ich habe das schon benutzt, weil meine Schwester auf zwei Kindergeburtstage eingeladen war und dementsprechend habe ich das einmal aufgemacht. Es ist ein Fluch und ein Segen zugleich, denn es sieht wunderschön aus, aber ich glaube, jeder, der das schon mal hatte oder so Glitzerkram schon mal hatte. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen, was ich meinen Liebsten schenke. Da hinten liegen auch noch Namensschilder, die muss ich gleich nochmal holen von meinem Schreibtisch. Und sonst habe ich übrigens noch das hier, das habe ich gar nicht aufgemacht. Das ist so Craft Paper mit goldenen Sternen und es ist Craft Paper mit weißen Regenbögen. Fand ich auch ganz schön. Habe ich auch schon aufgemacht. Wir fangen an mit meinem Freund tatsächlich. Und zwar ist es einmal das hier. Das habe ich ihm eigentlich schon gegeben, aber er hat es jetzt vergessen heute. Das ist das, was ich im letzten Video gemacht habe. Das ist dieses Soulmate-Thing. Also dieses, ne? Das habe ich ihm heute gegeben und er hat es irgendwie heute vergessen. Also, ne? Und das habe ich zusammen mit Steam-Guthaben für ihn geholt. Das wollte er gerne haben. Ich liebe übrigens Geschenke einpacken. Ich finde das total satisfying. Das ist für meinen Freund, da steht noch Baby drauf. Sieht voll cute aus. Ich habe übrigens für alle Geschenke ein einheitliches Band. Das ist so weiß, weil das zu allen passt, egal was ich da von den Geschenkpapieren nehme. Ja, finde ich, sieht cute aus, sieht einheitlich aus. Ich bin zufrieden. Das nächste Geschenk ist für meine Mama. Und zwar ist das ihr Lieblingsparfum. Das ist immer das, was sie benutzt. Das ist von Max, das ist Women. Ich weiß gar nicht. Women? Woman? Women? Ich glaube, ich benutze das hier. Oh, das ist das zweite Geschenk. Das ist für meine Mama. Hallo? Kamera. Das ist für meine Mama. Ich glaube, ich mache eine andere Kameraperspektive. Ich glaube, das ist besser. Das nächste Geschenk ist für meinen Vater. Was war das hier? Das ist sein Lieblingsparfum. Ich habe übrigens richtig Rückenschmerzen. Ich will nicht lügen. Aber auf dem Schreibtisch ist es gerade nicht möglich, weil der ist voll. Ich will auch nicht da lügen. Der ist gerade ein bisschen unaufgeräumt. Und ich habe hier mehr Platz als da oben. Genau. Das nächste Geschenk ist für meine erste Schwester. Ich habe zwei übrigens. Das ist für die Ältere. Die ist nämlich ein sehr kreativer, also sind eigentlich beide sehr kreativ, aber sie irgendwie etwas länger. Meine kleinere Schwester, meine jüngere Schwester hat jetzt erst vor kurzem angefangen, so richtig zu malen und so ein Kram. Sie, die Ältere, ist schon ein bisschen länger, so ein bisschen so. Und ist so ein richtig typisches Mädchen. Mit Rosa und Eiskönigin und Einhörner und so ein Kram. Und deswegen, ich habe das gesehen und dachte, das ist perfekt. Das ist einfach nur so eine Craft Paper Bastelbox. Da sind ganz viele Sachen drin. Von so Pummelchen bis hin zu
Vlies, das zu stickern und man kann den ganzen Kram hier halt basteln mit Videoanleitung und so ein Kram. Fand ich super cool. Hier könnt ihr jetzt nochmal alles sehen, was da drin ist. Und das wollte ich auf jeden Fall für sie mit haben. Das sind noch so coole Augentone und so ein Kram. Und ich bin der Meinung, das ist für sie einfach perfekt. Da ist auch so Glitzerpapier drin. Deswegen, ich fand, das war die perfekte Idee für sie. Genau, das packe ich jetzt auch ein. Tada, das ist für die ältere Schwester. Das nächste Geschenk ist für den kleinsten Bruder. Und zwar das hier. Lern mit Magneten. Er kommt nächstes Jahr in die Schule. Aber ich habe so vom Telefonieren und vom Reden mit seiner Mama, mit ihm, habe ich so ein bisschen herausgefunden, dass er jetzt schon so ein bisschen wissbegierig ist. Wissensbegierig, wie nennt man das? Also er ist auf jeden Fall sehr interessiert daran zu lernen. Und ich dachte, dass, ja, wie soll man sagen, das unterstütze ich ein bisschen, indem ich ihm das hier gebe. Das ist so ein Magnetding, womit man lernen kann. So die Uhrzeit und Wörter, Buchstaben, Rechnen, die einfachen Aufgaben. Und ich dachte, das ist eine coole Sache. Also, das nächste Geschenk ist für meinen ältesten Bruder von allen. Das ist ein Pulli, wo ich mir ganz kurz das Schildchen abmachen muss hier. Denn der Junge hat sich echt einen Pulli gewünscht. Ich weiß nicht, was man sich als fast 13-Jähriger sonst noch wünscht. Ich weiß, dass ich mir als fast 13-Jährige definitiv andere Dinge gewünscht habe, aber er ist so ein bisschen, anders als ich. Ist hier so ein Pulli mit Kapuze und so ein Kram. Wollte er unbedingt haben. Ein Pulli. Also jetzt nicht unbedingt mit sowas drauf, aber den hat Mama ausgesucht für ihn, weil ich habe leider keine Ahnung, was er so gerne trägt. Ja. Deswegen, genau, aber den packe ich jetzt auch einmal ein für ihn. Das nächste Geschenk ist das hier. Das ist für meine Schwester, für die Jüngere. Sie hat letztes Jahr schon einen Arztkoffer bekommen. Problem war, dass der nicht lange gehalten hat. Der war nämlich aus Plastik. Deswegen bekommt sie dieses Jahr einen aus Holz. In der Hoffnung, dass der ein bisschen länger hält. Hat auch sehr gute Bewertung gehabt. 10 Teile und eine Stofftasche. Genau, und den packe ich jetzt auch rein. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier dran lassen soll, das hier. Oder ob ich das nicht sogar abmache. Ich glaube, das nehme ich echt ab. Weil das ist irgendwie nur lästig hier. Und sie ist 4 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass sie sich dafür interessieren wird. Ja, siehste. Das erkennst du doch sofort, was das ist, oder nicht? Ja, komm, das lasse ich so. Das ist ja... Ich glaube, ich mache es sogar mal auf und gucke rein. Das lasse ich aber alles so, wie es ist. Das ist so... wow. Das ist extra so alles verpackt und alles. Das ist natürlich... Oh nein, ist sogar eine Bandage dabei. Nee, das ist super. Das lasse ich so, wie es ist. Packe ich so ein. Wir kommen langsam dem Ende nahe. Das ist von meinem anderen Papa. Genau, das ist einfach nur ein Care-Set von Darf. Und gleich kommen die großen Geschenke, die habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben, weil ich genau weiß, dass das ein Pain wird. Das wird lustig, glaube ich, besonders
Nee, beide werden genauso schlimm. Ja, beide werden gleich schlimm. Okay, das wird jetzt sehr lustig. Ich habe zwei etwas größere Geschenke. Und zwar, ich fange mal mit dem hier an. Das ist für meinen einen mittleren Bruder. Das ist so eine Monopoly-Matte. Das ist so recht lang. Genau, das wird nochmal ein bisschen komplizierter als das. Denn das andere ist, ich glaube, damit fange ich auch an. Das ist so ein... ist schwer. Das ist so ein Tisch. Fußballding. Ist recht groß. Sieht in der Kamera tatsächlich nicht so groß aus. Es ist aber sehr groß. ja, das, ich glaube, damit fange ich an. Ich hoffe, das wird was. Aber das sollte eigentlich zumindest für das reichen. Ich glaube, das hier muss ich. Ja, das muss ich zweimal so. Einpacken, das wird so nichts. Das wird ein Späßchen, glaube ich. Das wird ein Späßchen. Whatever God you believe in, or think there's nothing up there. Whatever signs on your bumper, we're all breathing the same air. Alter Verwalter. Folgendes Problem haben wir. Ich kann das letzte Geschenk leider nicht einpacken. Beziehungsweise ich werde es nicht auf Kamera einpacken, weil ich jetzt nochmal ganz theoretisch nach unten müsste und Geschenkpapier holen müsste. Also wäre etwa was im Haus, definitiv. Problem ist, es ist sehr spät und ich möchte jetzt ganz bestimmt nicht in das Schlafzimmer meiner Eltern. Dann wünsche ich euch noch schöne Weihnachten, denn wir sehen uns ja nach Weihnachten nicht mehr. Also erst nicht mehr vor Weihnachten. Was crazy ist, weil heute ist erst der 12. für mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao!